Und damit herzlich willkommen hier bei einem neuen fantastischen Projekt bei The Black Box. Ich habe den Monkey neben mir sitzen. Schönen guten Abend. Wir spielen heute Abend Untitled Goose Game. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht oder was dort passieren wird. Aber Mario hat mir versprochen, es wird bestimmt gut. Ja, wir haben hier schon einen Hinweis darauf. Goose, Englisch Gans, also das umbenannte Gänsespiel. Es geht darum, dass wir eine Gans sind und unsere Aufgabe ist es, die Bevölkerung eines friedliebenden Dorfes zu terrorisieren. Und wie wir alle wissen, ist es auf jeden Fall an der Zeit, einfach mal als Gans ein bisschen Terror zu verbreiten. Ja, wer, wenn nicht die Gans? Das Spiel wird beschrieben als Sandbox-Slapstick-Schleichspiel. Das ist eine vierfach RTL-Alliteration allerbester Güte. Ich würde aber sagen, bevor wir uns hier noch verzetteln, springe ich einfach mal rein in das Spiel. Hervorragende Wahl. Wir haben Sichern 1, Sichern 2, Sichern 3. Hast du irgendwelche Emotionen, welche wir davon nehmen? Also tendenziell würde ich sagen die Mitte, weil Grün ist auch keine schlechte Farbe. Jetzt habe ich es nicht hinbekommen, es tut mir sehr leid. Jetzt funktioniert es aber. Dein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Gut. Okay. Das ist. Ich nehme an, zum Rennen B halten. Das ist wohl dieser Knopf. Wow, hier sind Glocken. Das ist schön, fantastisch. Also ich bin diese Gans offensichtlich. Mhm. Und ich habe hier schon die wichtigste Taste für mich entdeckt. Die Schnattertaste. Es ist. Okay, das ist bis jetzt irgendwie beeindruckend und gleichzeitig auch schockierend simpel. Ja. Du läufst herum und kannst schnattern. Du hast deine Flügel ausgebreitet. War das bewusst oder? Das kann ich jetzt auch steuern, indem ich halt. Ich drücke jetzt irgendwie alle Knöpfe mal. Ne? Aber das ist mein Lieblingsknopf. Es ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Knöpfe, befürchte ich. Absolut. Also ich finde diese, allein schon die G-Animation finde ich fantastisch. Es ist sehr liebevoll gemacht, auf jeden Fall. Und ich finde es auch genial, wie sich die ganze nach vorne lehnt, um maximal windschnittig zu sein. Zum Rennen B halten. Ich kann mich. Oh, guck dir hier an. Sneaky. Sneaky. Wunderbar. Fantastisch. Und hier haben wir einen Schuh. Ich kann meinen Schnabel benutzen. Ich glaube, du kannst den Schuh in den Schnabel nehmen. Es ist jetzt schon mein Lieblingsspiel. Guck dir das an. Ich bin eine Gans und ich habe diesen Schuh. Es ist super. Der ist ein bisschen nass. Riecht wahrscheinlich auch delikat. Das ist auf jeden Fall kein aktueller Schuh, würde ich behaupten. Eine gute Stammwürze ist bereits vorhanden. Auch süß. Ja, also ist also wirklich, also sie ist. Also das ist ja wohl. Gemerkt. Das reicht. Damit hat das Spiel schon bei mir gewonnen. Ich bin eine Gans, die eine Fahrradklingel betätigen kann. Okay. Kannst du da oben die Dose nehmen? Bestimmt, das geht wahrscheinlich alles. Du kannst wahrscheinlich auch das Gebüsch gehen. Also es scheint schon auch ein bisschen was zu liefern, das Spiel. Ja. Okay, ich. Hier, bitte sehr. Das fand ich jetzt. War der richtige Ort dafür. Das war der richtige Ort. Keine absprechen. Wir brauchen ein bisschen. Oh, jetzt haben wir einen Ball. Ist ja schön. Mag die Gans Pilze? Nein. Ich glaube, das ist tatsächlich. Ich kann die Pilze auch noch. Schade. Ja. Kannst du da drauf klettern? Das tut bestimmt weh. Du kannst bestimmt fliegen oder so. Drück mal auf irgendwelche Tasten drauf. Und das sieht auch nur weil ich Flügel habe, heißt das nicht, dass ich fliegen kann. Das ist richtig. Als Gans sollte man dich dahingehend auch nicht diskriminieren. Richtig. Nee, wir befinden uns jetzt. Scheinbar irgendwie in einem Weg und ich glaube, ich muss dieses Tor öffnen. Das ist mein erster. Das ist auf jeden Fall schon mal das erste. Okay. Da oben ist noch was, glaube ich. Ja. Okay. Wow! Das war knapp. Ich frage mich, ob wenn das auf dich draufgefallen wäre, ob dann was passiert wäre. Ich hätte wahrscheinlich drei Herzen wahrscheinlich verloren. Geht das gar nicht. Ich meine, stell dir vor, du programmierst dieses Spiel und müsstest deinen eigenen Hauptcharakter auf so erbärmliche Art und Weise töten. Ah, das war quasi das Tutorial. Jetzt sind wir für alle Sachen vorbereitet. Ich finde diese Flügel. Also ich weiß nicht, welche Taste mein Favorit ist. Allgemein finde ich ja, es ist ein sehr therapeutisches Spiel, durch den Schilf zu fahren mit meiner Highspeed-Guns. Die hat ein ordentliches Tempo drauf. Ich glaube, das ist. Ja. Das ist wirklich. Ich glaube, Gänse sind eigentlich auch Wasservögel. Nur heutzutage werden sie in der Regel da nicht mehr gehalten, weil es einfach auch teuer und aufwendig ist. Ja, vielleicht braucht man, weiß ich nicht. Also ich finde, diese Geschwindigkeit, die Gans drauf hat, ist auf dem Wasser um einiges beeindruckender. Wenn das ein Racing-Spiel wäre, würde ich, glaube ich, vielleicht ist es ja auch ein Racing-Spiel. Vielleicht, wer weiß, was passiert. Ich kann mir da alles vorstellen. Ich habe keinerlei Erwartung. Was haben wir hier? Ein Rohr? Oh, hast du das gehört? Wow, Metalleffekt. Metalleffekt.
Das ist Liebe zum Detail, erster Güte hier auf jeden Fall. Bis jetzt deutlich über meine Erwartungen, muss ich sagen. Welche Prinzessin müssen wir retten? Das ist die Frage. Ich habe noch keine Story gehört. Das Rohr spoilert ja schon so ein bisschen. Ja, scheinbar ein Super Mario-Klon. Das wäre jetzt wirklich die verrückteste Wendung in einem Spiel, neben dem Goat Simulator, würde ich denken. Schnatterst du gerade die Flasche an? Ah, okay. So. Kannst du die Glasflasche nehmen? Ja. Hervorragend. So, jetzt bin ich perfekt ausgestattet. Oh, oh. Moment. Also hier gibt es Strömung scheinbar. Mhm. Und ich möchte hier aber raus. Das funktioniert aber scheinbar nicht so gut. Kommst du mit deinem Hals irgendwie durch? Nee. Sollte man meinen, oder? Ja, also finde ich auch frech, aber dementsprechend Babyguns. Nimm den Schnuller mit. Also ich meine... Er wird nicht vermisst werden. Wer weiß. Wahrscheinlich doch. Ich brauche das auch manchmal. Hier ist ein Fragezeichen. Was ist das? Ach, das ist die Flasche wahrscheinlich. Okay. Das wollen wir mal validieren hier. Es ist die Flasche. Es ist die Flasche. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Gut. Beschnullert, wie wir sind. Mhm. Fließen wir mal mit dem Strom. Oh. Toll. Ah, es gibt eine Steuerungsliste. Okay, ich habe Aufgaben. G in den... Das soll es ein G sein? Das ist ein G in Schreibschrift, ja. Ein okay. Altes G. Ich glaube, ich habe nie die Schreibschrift gelernt. Oder ich bin einfach dumm. Das ich habe sie gelernt. Ich kann nicht schreiben. Ich benutze sie nicht mehr. Mach den Gärtner nass, klau dem Gärtner seine Schlüssel, bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen, wirf den Rechen in den Teich, mach ein Picknick. Bring auf die Picknickdecke Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio und Korb. Das sind ja Anforderungen, die wir haben. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, den Gärtner zu finden. Ja. Ich finde diese, allein die G-Animation sagt mir schon alles, was ich über dieses Spiel wissen muss. Der Bürzel, fantastisch. Also ist insgesamt überzeugt mich der Bürzel. Was ist denn? Der Bürzel ist der ich würde jetzt mal kokett als Schwanz bezeichnen. Bürzel. Man merkt einfach, dass ich ein bisschen älter bin als du, Marie. Ja. Was ist denn jetzt los? Vielleicht musst du einen Moment warten, bis er wieder Vertrauen zählt. Ich will, dass er nass wird. Jetzt. Ja. Jawohl. Da haben wir doch schon die erste Aufgabe bekommen. Wie kriege ich ihn jetzt dazu? Also wahrscheinlich muss ich das hier anmachen. Ich glaube, das Radio... Ja, Blumendünger. Hast du gerade ein 15-Kilo-Paket Blumendünger? Ich habe doch in meinem Schnabel die Kraft. Ah, okay. Trotzdem beeindruckend. Also wirklich, also das ist was ich mit meinem Mund nicht so schnell zu umkriege. Ah, okay, du hast jetzt Chaos verursacht und er möchte das natürlich beheben. Ha! Was passiert? Ja, ich habe ihm seine Schlüssel geklaut, aber greift er mich jetzt an oder was? Du bist jetzt im Garten. Ich bin im Garten und ich muss ihm jetzt den Rechen klauen. So. Was haben wir hier? Umschmeißen oder was? Also, ich will ja ein Picknick machen, das ist ja das. Wir brauchen jetzt die Marmelade dafür. Musst du nicht irgendwo eine Decke erstmal hinlegen? Nein, das ist meine Marmelade. Jetzt hör auf jetzt hier. Guck mal, ich brauche jetzt diese Marmelade. Sie sich auch schon umguckt. Sie kriegt jetzt einen panischen Blick nach hinten, den ein Hund normalerweise auch hat, wenn er verschämt etwas geklaut hat, was er nicht soll. Ich habe diese Marmelade jetzt hier. Mhm. Und ihr könnt mich mal, denn ich brauche diese Marmelade. Ach, das ist der Rest vom Picknick, ja. Genau, da geht's jetzt hin. Was ich natürlich auch gut finden würde, wäre, ich mache das mal ein bisschen schnatterkompatibler. So, fertig. Gut. Durchweichen lassen. Ja, so, ich meine, so mag ich gerne mögen. So mag ich mein Brot am liebsten. Mhm. Völlig durchweicht. So. Und okay. Thermoskanne, auch ein Thema, braucht man als Gans. Sicher. Kannst du bitte mal aufhören, mir hinterher zu rennen? Es ist eine... Die Musik nimmt aber auch wirklich dramatische Züge an, wenn er wirklich hinter dir her ist, ne? Das ist... Alter, das ist meine Thermoskanne. Du Unmensch. Du brauchst das doch nicht. Guck mal, wie ich das jetzt hier schon wieder herausgefunden habe. Ich kann hier... Aber mit welcher Energie dir auch einfach hinterherläuft. Also das muss man wirklich mal, kann man kurz angreifen, die KI lässt zu wünschen übrig. Ja, ich meine ganz ehrlich, ein Gärtner hätte doch mindestens nach der zweiten Runde. So, ich fahre jetzt hier mal weg. Komm, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Guck mal hier, ich bin jetzt doch... Was soll er machen? Was willst du, Gärtner? Guck mal, das ist dein Terrain.
Das ist Goose City. Schwimm mal so ein bisschen vor ihm hin und zeig ihm, was du hast. So. Naja. Er ist weg. Ich werde er lauert da unten. Ich habe ähnliche Angstgefühle wie damals bei Monkey Island 2, Mario. Guck dir das an. Es gibt hier zwei Menschen, die sich einfach unterhalten. Die haben aber auch nicht meinen... Die sind bestimmt gleich dran, wenn der Picknick vorbei ist. Ich habe denen das nicht erlaubt. Einfach dazu sitzen. Da ist die Flasche angekommen im Teich. Ach, krass. Ach, du Sau! Der hat auf dich gewartet. Ich nehme das mit der KI zurück. Er hat auch, außerdem auch dein aufgeweichtes Brot gefunden, was er sich wahrscheinlich jetzt wieder... Nee, er ist nochmal nass geworden. Ja, das ist gut. Also der Vogel war gerade übel laut. Mhm. So. Ich deponiere das hier. Und ich versuche ihn mal abzulenken. Kannst du das mal sein lassen hier? Das ist meine Marmelade. Hat er dir deine Marmelade jetzt wieder weggenommen? Ganz ehrlich? Also ich habe das Gefühl, du musst ihn erstmal mit wirklich wichtigen Dingen ablenken, wie zum Beispiel seinem Beet komplett verunstalten, dass du deine Ruhe jetzt Sachen findet er vielleicht kannst. Seine Thermoskanne. Ja, wahrscheinlich findet er die jetzt tatsächlich. Guck. Also irgendwie kann man es dem Typen nicht recht machen. Drop das, tu das mal ins Wasser. Ins Wasser kommt er ja gar nicht dran. Ja, vielleicht. Im Wasser sind die Sachen safe. Geht das dann nicht unter? Ach Quatsch. So ein bisschen Marmelade. Guck, alles schwimmt in diesem Spiel. Kann man jetzt auch die Decke hier nehmen, dieses Ding? Also das muss man wahrscheinlich alles. Ich glaube, darauf müssen wir es dann gleich nehmen. So, du. Oh Gott. Ich dachte, das ist aber jetzt aber auch. Ich bin doch nur eine. So. Her damit. Ich kenne da nix. Weg damit. So. Ich hab das jetzt und das kommt in meinen Stash. Ich werde, der wartet jetzt schon wieder da unten. Dein Stash. Ja, weg da. Das ist dein Pond. Dein Stash. Das ist Goose Area. Auf jeden Fall. Mal gucken, was müssen wir machen. Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Ich würde sagen, erstmal kümmere ich mich um ein ausgewogenes Frühstück. Mhm. Ich brauche den Apfel. Ah, guck mal. Ich kann jetzt ein bisschen Sneaky Peeky machen. Also die Emsigkeit und so der Wille dieser Gans, der wird auf jeden Fall auch durch die Laufanimation alles schon sehr vermittelt. Ja, auf jeden Fall. Also die Gans ist auf jeden Fall on fire und hoch engagiert, was ihre Ziele angeht. Und wir haben ein gesteigertes Interesse daran, diesem Gärtner zu verzweifeln. Oh, er denkt an seinen Apfel. Er sucht ihn jetzt wahrscheinlich in der völlig falschen Ecke. Ja, das finde ich gut. So, das ist sein Radio. Das macht Krach, wenn du es anmachst. Denk dran. Ich bin ganz vorsichtig. Oh, schmeiß sie um. Schmeiß sie um. Nein, ich werde sie nicht. Doch, schmeiß sie um. Oh nein. Ja, Moment. Oh, jetzt hat er sie wieder. Ah, ja. So. Ich bin einfach schneller als du. Und vor allem hat er auch noch einige Obstacles in the way, ne? Also, das ist schon deutlich. Und wenn ich einmal hier in meiner Hut bin, die Siegessäule, habe ich jetzt eigentlich alles. Ich habe Thermoskanne, Radio und Korb. Ja, Thermoskanne habe ich, Marmelade habe ich, Sandwich habe ich, Apfel, Kürbis, Karotte. Das heißt, wir müssen noch ernten. Wir müssen noch ein bisschen harvesten. Die Tasse wäre gar nicht notwendig gewesen, aber ich finde, das gehört für ein... Das nehmen wir einfach für uns. Das ausgewogenes ist einfach, ja. Camping, Frühstück. Wie dazu. Vorsichtig sie die da hinlegt. Das mache ich. Ich mache das anders. Bei mir gehen die Tassen regelmäßig kaputt. Aber jetzt guck mal hier. Und? Sehr sneaky von dir. Also ich meine, eine Karotte gehört dazu. Auf jeden Fall. Zu jedem guten Picknick. Ja. Mensch. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich glaube, den Kürbis noch. Den Kürbis und was brauchen wir sonst noch? Ein Radio. Ja. Das kommt als letztes, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Weil das ja auch Krach macht. Oder? Genau. Der kommt ja dann direkt hinter dir her. Aber wahrscheinlich musst du dann gleich die Möhre, die wird er dann finden. Da kommt er ja auch dran. Ja. Vielleicht musst du die nochmal holen. Oh, ja. Mach mal Sneaky wieder. Ah ja, guck mal. Gießt sein Blümchen. Oh. Wie problemlos sie diesen verdammten Kürbis durch die Gegend schleppt. Ich sag, das ist eine Heavy Metal Gans. Hey, guck dir dieses Vieh an, das ist ja fantastisch. Das ist unfassbar. Mhm. Als wär's, weiß ich nicht, Kunststoffball. Mhm. So, jetzt willst du alles da drapieren. Ja, aber ich meine, letzten Endes, wie kriege ich denn die? Okay. Du warst da irgendwie halb drauf gerade, ne? Mhm. Kommst du schon irgendwie drauf? K-
Kannst du eigentlich auch schnell laufen und dann die Flügel ausbreiten? Ja. Vielleicht komme ich so auch drauf. Ja. Ich glaube, das sieht mir ein bisschen geglitscht aus. Mm. Oh, jetzt komme ich nicht mehr. Oh, guck mal hier. Doch, doch, du hast es geschafft. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des... Ich glaube schon, das ist ja eine Ebene obendrauf. Ja, vielleicht. Vielleicht reicht es aber auch, wenn ich das hier in der Nähe drapiere. Mhm. Aber ich brauche jetzt erstmal diese Tasse. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Den Korb brauchst du, glaube ich, noch. Ja. Die Marmelade liegt noch da unten. Das Sandwich brauche ich. Dann brauche ich zwei davon, weil zu jedem ausgewogenen Frühstück gehört nicht nur eine Karotte, ein Kürbis, Marmelade. Sondern auch ein Radio, was du noch nicht hast. Genau. Und viel Korb und viel Sandwich. Richtig. So, ich finde, das sieht brillant arrangiert aus. Und auch das muss hier drauf. Wie kriege ich das denn hier hoch? Mhm. Ich glaube fast, dass es da kaum hochgeht. Ich glaube, das war einfach... Ich mache das mal so. Ja. Und das muss ja irgendwie in der Nähe sein. Und ich gucke jetzt mal, ob ich dieses Radio... Wo habe ich das denn? Das war doch da drauf. Das hat er da hinten reingeräumt. Er hat das auf seinen Tisch gelegt, glaube ich eben. Ja, aber ich will es ja... Du hast es ja eben schon mal kurz weggenommen. Da lag es ja noch da vorne. Jetzt liegt es, glaube ich, da auf der Box. Ja. Ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen schwerer gemacht als notwendig. Ja, das hört er jetzt. Siehst du? Jetzt kommt er. Das müsste eigentlich irgendwie ablenken, aber ich glaube... Meine Idee dahinter ist, Folgendes zu tun. Ah. Achtung! Es ist fantastisch. Natürlich funktioniert es im Wasser auch nicht. Ja, richtig. Und damit habe ich jetzt quasi... Nein. Alles umsonst. Aber vielleicht habe ich doch... Jetzt wieder dein Picknick entdecken. Der soll, ist wahrscheinlich bringt er jetzt erstmal sein Radio weg. Komm schon. Ja. Ich finde, ich habe das Picknick gut eigentlich schon. Ich meine, was wollen die denn? Du musst das alles irgendwie auf den Boden legen, nebeneinander, in einem Radius. Und was ist der Radius bestimmt? Bring auf die Picknickdecke. Aber ist das vielleicht gar nicht die Picknickdecke? Das ist wahrscheinlich nicht die Picknickdecke, das ist nur ein Taschentuch. Okay, dann da ist die Picknickdecke. Es tut mir leid. Das war natürlich nicht so smart von mir, aber jetzt bin ich natürlich mit der Kraft der Intelligenz ausgestattet. Auf jeden Fall der beste Beweis dafür, dass wir das Spiel noch nicht gespielt haben. Ja. Aber ich finde ja... So, Sandwich... Nur ein paar Besorgungen machen, ich finde als ganz... So. Ich finde diese G-Animation fantastico. So, nee. Den Korb brauchst du auch. Oh nein, er hat seine Möhre. Solange er hat eine Möhre. Eine Möhre. Ich habe doch 43 Möhren gepflanzt. Da so. muss mir die eine gebüxt haben hier. Ja. Die Tasse kann er haben. Ey. Was? Boah, mach den fertig. Wirklich. Kann man Leute ermorden in diesem Spiel? Wir werden es versuchen. Sehen. Es fängt so harmlos an, dass ich glaube, dass es durchaus passieren kann. Apfel, Kürbis, Karotte, Thermoskanne, Radio. Das streicht auch durch, was du schon hast. Interessant. Karotte? Ich glaube, er hat sich seine Thermoskanne... Obwohl, nee, die haben wir woanders. Die ist noch im Wasser, glaube ich, die oder? Ist noch in unserem Stash. Im Pond-Stash, genau. Ja. Das Radio brauchen wir auch noch. Ich versuche ihn damit zu distracten. Einen Sandwich kann er haben. Das Sandwich auch noch. Das Sandwich war noch nicht. Ach so, wir haben noch nicht das Sandwich. Nein, ich glaube, du brauchst das ganze Sandwich. Nicht nur ein halbes Sandwich. Jetzt auch noch Anforderungen. Richtig. Wie lieblos ich das dahin klatsche. Apfel ist auch nicht. Also Thermoskanne Radio. Du brauchst auch mehr als einen Apfel. Nee, der Apfel hast du noch gar nicht. Doch, nee, hast du noch nicht da gehabt. Das ist auf Tisch, ist schwer. Rote Decke, roter Apfel. Oh, jetzt ist das sad, weil ich... Ne, ich glaube, der sucht seine Sachen, ne? Ja, gut, aber ich meine... Okay, da war die Thermoskanne. Da oben. Ah, im Pond-Stash. Ah, lecker. Sehr schön. Heißer, schwarzer Kaffee. Richtig lecken, kochend heißer, leckerer Kaffeescheiße. So, jetzt bin ich hier und jetzt sneake ich mir hier mal hoch und jetzt brauche ich nur noch das Radio. Oder? Ich glaube, jetzt brauchst du nur noch das Radio. Ja, perfekt. Damit ich ein gemütliches Picknick für die gesamte Familie... Findest du denn, das Spiel ist sehr intuitiv? Also es wirkt so, als hättest du relativ gut das Handling drauf. Ja, es ist gar nicht schwer, weil du hast jetzt letzten Endes gar nicht so viel, was du tun kannst. Mhm. Du kannst rennen. Du kannst packen. Ja, komm.
Bitte? Du kannst dich vor allem auch mit dem Gärtner anlegen, aber es ist wahrscheinlich besser, wenn er nicht weiß, was du tust. Oh, Alter. Getreten. Mann, das ist... Mann, fertig, mach das Ding auf. So. Es ist aber auch interessant, dass sie, ne, akzeptieren, dass die Gans das einfach alles auch tut. Ja. Ja? Das ist von dem Gärtner, also, der nimmt es hin, er ärgert sich kurz. Und dann schüttelt er es ab. Dann schüttelt er es einfach. Dann macht er einfach, stellt alles wieder so hin, wie er es will. Ja, das ist korrekt. Und mit einer Stoik, die ich wirklich beachtlich finde. Das müssen wir ihm jetzt auch mal lassen. Ja. Also ich hätte die Gans wahrscheinlich schon längst. Alles klar. Schon längst ermordet, bring auf die Picknickdecke. Wirf den Rechen in den Teich. Ja, ist okay. Jetzt kannst du machen, was du willst. Ja, das Ziel ist schon erledigt. Vor allem richtig. Ist er erstmal da unten abgelegt. Ich glaube, sein Radio ist ihm sein Liebstes auch. Das ist ja, das, was er als erstes immer sucht und jetzt auch gerade zuletzt gesucht hat. Nee, das ist nicht der Rechen. Wo ist denn der Rechen? Oben. Oben habe ich ihn eben gesehen, glaube ich. Da. Ah, hier. Da. Fantastisch. In den Teich, ja? Problemlos. Jo. Problemlos. Ja, ich sag Problemlos. Ja. Nicht mal der natürliche Widerhaken dieses Rechens hält dich irgendwie auf. Im Gegensatz zu dem Gärtner. Ein wenig langsamer als du. Ich glaube, du könntest ihn nochmal ärgern, indem du einfach ein paar Karotten weglegst und irgendwas, was ihn noch stört. Oh, das, okay. Da ist er leider stärker. Da ist er, dann da ist er leider stärker. Sehr gut. Das machen wir mal wieder auf. Jetzt werde ich da in den Tisch gequetscht. Ich glaube, das reicht nicht. Wo du mit einer gewissen Vehemenz auch schon jetzt einen gewissen Vorsprung hast. Legitime Beschwerde. Die Beschwerde kam wirklich von Herzen. Das gefällt mir. Es gibt eine Priorisierung hier. Das heißt, er muss jetzt eigentlich ins Wasser, um seinen Schlüssel zu... Siehst du, er gibt sofort auf. Er sagt, jetzt ist es im Wasser. Was soll ich da machen? Es sind meine Schlüssel. So. Ein klares Scheiß Ablenkungsmanöver drauf. Hier. Hart drauf geschissen ist. Ja, sehr gut. So. Das hat gut geklappt. Eine neue Aufgabe. Bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Das kriegen wir das hin. Auch das mit dem Sonnenhut? Ich habe jetzt noch keine Idee, wie das gehen soll. Erstmal müssen wir den Sommerhut finden. Und ich mache ihm einfach ein Friedensangebot. Mhm. Ich finde, das ist nicht verkehrt. Das ist der Sonnenhut. Kommst du da überhaupt dran? Vielleicht muss man irgendwie die, weiß ich nicht, die Sonnenkraft erhöhen? Ich kann es dir nicht sagen. Die Sonnenkraft erhöhen als Gans. Bis jetzt hat die Gans mich schon beeindruckt. Wir sind hier noch nicht am Ende. Hat er ein Anti-Gänse-Schild da unten? Fridays for Goose. Tja. Hier. Ich möchte, dass du das anziehst. Wolltest du ihn jetzt überzeugen, das anzuziehen, indem du ihn einfach anschnatterst? Ja, ich wollte ihm sagen, dass er damit besser aussieht. Ich glaube, du kannst da tatsächlich drauf, ja? Dann um hier noch ranzukommen. Nee. So. Es ja. Sieht aus wie ein Versehen, ich muss dir zustimmen. Bis jetzt schon, aber ich glaube, du kannst da drauf. Das ist irgendwie. Dafür ist diese Box bestimmt da. Oh ja, siehst du? Oh, das war geskillt hier. Das war auf jeden Fall geskillt. Nicht das schlecht, war gar auf jeden übel. Fall. Fantastisch. Gar nicht übel. Hier. Und wie kriegst du ihn jetzt dazu, das anzuziehen? Ich möchte das... Wo ist er denn? Ich glaube, er wollte seine Schlüssel eigentlich... Und dann das Radio. Er ist auf jeden Fall... Hier ist er. Ja, er hat seine Schlüssel geholt. Ich glaube, du musst ihm erst irgendwie die Mütze, andere Mütze klauen. Du musst ihm erst seine Mütze klauen, kann das sein? Ja, aber wie? Wenn er sich noch etwas bückt. Vielleicht. Weißt du? Ja. Wenn er denn sich danach bückt. Oder wenn er was einpflanzt vielleicht wieder, ne? Dann ist er ja auch, muss er ja noch. Ja, er bückt sich runter. So seitlich runter. Ja, genau. Versuch mal irgendwie was rauszureißen, was er wieder einpflanzen muss. Ja. Jetzt kommt schon hier, Kollege. Hier. Mein Hut. No. Ich möchte, guck mal, soll ich dir helfen? Hier. Ernte ist bountiful dieses Jahr. Auf jeden Fall. So. Kommst du jetzt? Ich muss mal einen Schluck nehmen. Ich finde, dieses Gänse-Business ist auf jeden Fall durstend. Für die Stimme. Ein nicht ganz so gut. Hier.
Hier. Kommst du mal bitte und kannst dich hier um kümmern? Guck dir die Scheiße an, Mann. Ja, Alter. Komm ich hier hin? Hier bin ich. Ne? Da soll ich jetzt 20 Möhren drauf abstellen. Hier. Zieh das jetzt an. Ich glaube, er muss erstmal seine Sachen erledigen. Das mit dem Radio, das habe ich schon eben festgestellt. Das liegt ihm sehr am Herzen. Jetzt hat er den Hut. Ich verstehe den Charme dieses Spiels auf jeden Fall. Das ist... Hier. Jetzt. Gar nicht verkehrt. Siehst du, er ist so verwirrt, er weiß gar nicht, was los ist. Was? Der kleine Timmy ist in den Brunnen gefallen? Oh, mein Radio. Oh, diese Gans. Oh, endlich Ruhe. Bisschen lüften. Dein scheiß Stiefel hier, guck dir das an. Ich fände das auch geil. Stell dir mal vor, du stehst da, da steht einfach eine Gans und... Ich will hier doch nur meine Ordnung haben. Ja. Hat er die Box auf dich drauf geworfen? Der stand, glaube ich, einfach im Weg. Oh. So wie ein Tauziehen hier. Gänse verboten. Da halten sich alle dran, wie man sieht. Und auch die Konsequenz ist sehr gefährlich. Ich meine, er räumt alles wieder um. Ah, jetzt holt er den Hammer. Ah. Ich glaube tatsächlich, dass du das wegziehen musst, wenn er. Oder willst du schnattern? Ich versuche mal mit Schnattern. Ja, mach das mal. Okay, das ist. Okay. Ist er durch das Tor gefallen, zufällig? Ja, ja, ja. Fantastisch. Jetzt haben wir die nächste Area für uns. Okay, das ist geil. Jetzt muss ich nur noch, dass er... Ich würde das mit dem Hut noch machen. Ja, das will ich auch machen. Also wir machen jetzt hier so ein 100%-Ding. Ja, genau, jetzt unter die Box weg. Vielleicht bückt er sich ja dann so weit runter, dass man da rankommt. Vielleicht muss man auch auf den Tisch drauf. Ich kann es mir nicht, weiß es nicht so recht. Vielleicht muss man einfach... Hier, nimm das. Er hängt den jetzt wieder auf. Ich glaube nicht, dass er ihn aufsetzt. Er hat ja keinen Grund. Er hat ja seine Mütze auf. Er hat ja keinen Grund. Ich glaube, je mehr du ihn mit dem Hut provozierst, umso weniger will er ihn aufziehen. Ich will doch nur das eine. Den Hut? Ja. Zum Glück. Hier. Nimm die, genau. So, jetzt. Ich sag dir was. Jetzt. Ach. Das hat dann die Blume angetaggt hier. Ich sehe schon, die Schwierigkeit ist auch darin, den richtigen Moment, den richtigen Winkel zu finden. Ja. Tu mir den Hut weg. So, genau. Jetzt will er aber den Hut erstmal wieder haben. Nee, jetzt die Blume. Siehst du, die Blume ist ihm sehr wichtig. Ich finde das auch geil. Einfach so, ja, komm, jetzt basteln wir das wieder rein. Ah, ja. Oh. Ja, mach jetzt. Stark mal. Irritierend. Guck mal, wie ihm das auch. Was soll er denn machen? Du bist eine Gans. Er kann dir nichts tun. Ja. Er weiß einfach, du hast einen Gottesstatus. Ja, aber wie krieg ich das hin? Es ist sein persönlicher Fluch. Es muss die Hölle sein. Und ich glaube, das ist jetzt, guck mal, jetzt beugt er sich so weit runter, kommst du da nicht oben irgendwie in die Mütze dran oder so, dass er die irgendwie anzeigt mit diesem Splash-Symbol. Da! Ah, siehst du? Ich wusste es. Schnell ins weg Wasser, hier. Ganz schnell ins Wasser. Oh, da hat er kurz einen Meter gut gemacht. Oh mein Gott! Mario, ach Mensch. Du musst leider feststellen, der Gärtner hat erbärmliche Ähnlichkeit mit dir. Was? Das stimmt nicht. Ein bisschen schon. Ich habe mehr Bart. Du hast exakt die gleiche Nase. Ja. Okay, ich verstehe jetzt, wie das funktioniert. Du möchtest deine Möhre... Er hat die Mütze sofort wieder aufgesetzt. Es ist auch einfach, ich muss sofort wegkommen. Ich muss sofort wegkommen. Wir müssen jetzt hier. Ja. Bitte, komm. Du merkst, er hat Prio Blume. Ne? Ja, die er will Blume. Auf jeden Fall die Blume safe wieder einpflanzen. Mhm. Das ist schließlich die einzige in dem ganzen verkackten Beet, die blüht. Ah, da. Jetzt machst du den gleichen Fehler wieder. Er hat die Abkürzung. Er kommt aber auch nicht durch die Beete durch so einen, ohne weiteres. Ne? Deswegen, richtig. Ja, guck mal. Ah, perfekt. Easy peasy. Ne? Weg bitte, Heinz Mütze. Ja. Tu die ins Wasser. Dann kommt er da gar nicht erst dran. Ich gehe meine Gänseabkürzung. Goose Dash. Ja. Der Teich ist mein bester Freund.
Das Patschgeräusch, das ist wirklich sehr an den richtigen Stellen, gemacht. An den richtigen Stellen liebevoll gemacht. Aha. Das kann man nochmal unterstreichen. Er hat das schon automatisch. So. Sehr gut. Damit hätten wir alles im Garten erledigt, oder? Nein, ja. Da war noch was. Nein, es war durchgestrichen. Genau. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Das nehmen wir mit. Ja, als ob. Das ist eine Beleidigung gegen unsere. Richtig. Gegen unser Ganzsein. Politikum hier. Ja. So, hier. Okay, wir sind jetzt auf der Straße. Aber ich habe das Gefühl, der Fluss ist noch wichtig. Der Fluss ist noch wichtig. Scheinbar kann man sich hier, dadurch, dass man diese Tore aufmacht, ja wieder den Weg zurück erspielen. Gut, gut. Aha. Das Antigans-Schild. Das kommt später nochmal ab. Oh, jetzt haben wir Slowdowns. Das ist auch ein grafisch anspruchsvolles Spiel. Kein Wunder, dass das kann auch mal passieren. Das ist richtig. Interessant. Okay, das Auto steht so in der Einfahrt, dass wir da nicht dran vorbeikommen. Es läuft doch irgendwie Wasser daher. Ich weiß nicht warum. Es regnet nicht und die Sonne scheint. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, jetzt wieder mit Wasser zu agieren. Ah ja. Was hat der Junge da an? Das ist ein 1930er German Hot Pants. Aber vielleicht ist das der Style in den nächsten paar Jahren oder. So ja, laufen die Kids von heute rum. Gerade sagen, so. So laufen im die Island Kids Pullover, von, ja? Von heute rum. So läuft mit, das. Mit Speedo Shorts. So macht man das heute. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde in Goose Town dabei. Mhm. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, dass wir uns das mal drauf eingelassen haben, war schon schön. Also ja. Das machen wir auf jeden Fall noch weiter. Genau. Wir sehen, welche Geheimnisse das fantastische Gänseland zu tun hat. Was wir mit dem Hotpants-Boy anfangen. Mhm. Und welche Mysterien die Gans mit ihrer unendlichen Weisheit noch für uns birgt. Das werdet ihr in der zweiten Folge sehen. Von daher, danke Monkey, dass du heute mit dabei warst. Viel gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.